Seht ihr den Ausdruck, den dieses Pferd hat? Es ist genervt und schlägt mit dem Schweif. Als ob man seinem Kind sagt, es soll den Müll rausbringen. Das tut es zwar, zeigt einem unterwegs aber den Mittelfinger. Das ist Respektlosigkeit. Respekt hat allerdings nichts mit Angst zu tun, sondern mit Akzeptanz. Er buckelt beim Aufsatteln. Nicht direkt beim Satteln, aber bei den Übergängen. Ich habe noch nie ein Jungpferd zugeritten, sondern hatte bisher nur mit gut eingerittenen Pferden zu tun. Das ist mein erster Versuch. Und er buckelt ein wenig. Ich habe Bill Seaton gebeten, mein Pferd zu reiten. Chief braucht für den Anfang einen sicheren Reiter. Ich habe ihn vor 1,5 Jahren gekauft. Da war er 1 Jahr alt und hatte noch nie Kontakt mit Menschen. Er kam in freier Natur zur Welt und war völlig unberührt. Das ist reinstes Rodeo und Warten auf eine Katastrophe. Es ist nicht seine Schuld. Er ist nur wie ein unerzogenes Kind und weiß nicht, was man von ihm erwartet. Ich sehe mir dein Pferd mal an. Wenn ihr etwas vorhabt, das ihn erschrecken könnte, dann tut es lieber hier, als wenn ihr auf dem Pferd sitzt. Komm her, geh rüber. Oh, er möchte darum gebeten werden. Keine Chance. Es gibt gute Angebote und schlechte. Jetzt bringe ich hier mal Leben rein. Bewegung durch Gefühl. Pferde sind feinfühlig. Sie spüren es auch im Sturm, wenn eine Mücke auf ihrem Hintern landet. Für jede Bewegung auf dem Pferd gibt es die perfekt ausbalancierte Haltung, sodass es das Pferd keine Kraft kostet. Es hat nicht das Gefühl, dass es euch herumschiebt oder hinterherzieht. Er ist wie für Pferde gemacht. Als Gott den Cowboy erschuf, hatte er ihn im Sinn. Ich habe nie erlebt, dass er einem Pferd tatsächlich zuflüstert. Aber wenn es überhaupt einen Pferdeflüsterer gibt, dann ist es Buck Brenneman. Ich bin durch Nick Evans zu Der Pferdeflüsterer gekommen. Er hat mir erzählt, ich recherchiere für mein Buch und versuche, diese Figur lebendig zu machen. Ich hielt gerade in Kalifornien ein Therapieseminar ab. Da tauchte dann so ein Hippie-Typ auf und sagte, ich bin Filmproduzent. Würden Sie sich mal mit mir und Bob treffen? Und ich fragte, Bob? Künstlichkeit gehört in meiner Branche dazu, deshalb sucht man nach authentischen Leuten. Als ich Buck kennengelernt habe, war mein erster Gedanke, was ist das denn? Da spaziert dieser Mann in einem Büro in Santa Monica mit großem Hut, Weste und so weiter, als ob er ein Kostüm trägt. Sein Begleiter hatte dasselbe an und ich habe gedacht, wo bin ich hier bloß reingeraten? Die Etikette, der höfliche Smalltalk, das alles hatte sich dann ganz schnell erledigt. Wir saßen für ungefähr 1,5 Stunden im Büro beisammen und sprachen über ganz reale Dinge. Da habe ich erkannt, dass ich es hier mit einem echten Original zu tun habe. Zum ersten Mal zu sehen, war unglaublich. Es hat mich einfach umgehauen. Am Anfang dachte ich, was ist denn das für ein Voodoo-Zeug? Er geht in den Round Pen und 5 Minuten später läuft ihm das Pferd wie ein Hund hinterher. Alles, was ihr mit einem Pferd macht, ist ein Tanz. Was mich immer schockiert hat, war, dass man von Anfang an lernt, dass man Pferde brechen muss. Man begreift gar nicht, wie schlimm das ist, bis einem jemand einen anderen Weg zeigt. Meistens helfe ich nicht Menschen mit Pferdeproblemen, sondern Pferden mit Menschenproblemen. Wenn man in dieser Disziplin gut sein will, muss man sensibel sein. Seht ihr, wie sie sich schützen will? Viel besser. Diese Sensibilität ist es, die einem Erfolg bringt. Viele Menschen, die das beherrschen, sind eigentlich selbstgequälte Seelen. Mein Dad war sehr gewalttätig. Er war ein bösartiger Mensch. Ich weiß, wie es ist, in ständiger Angst zu leben. Niemand will dir wehtun. Als ich Buck kennenlernte, mit großem Hut, Weste, er sah aus, als ob er ein Kostüm trägt. Doch seine Menschlichkeit und die ganz spezielle Güte kamen schnell zum Vorschein.
Hier kommt es auf das Vertrauen zwischen euch an, wie bei einem Date. Die letzten zwei Minuten sind die entscheidenden. Er war ein ganz normaler Junge, ohne Anzeichen, ein kleines Genie zu sein. Thanks, Mom. Yes, I understand that every life must be. Dieses Pferd verrät mir eine Menge über dich. Man kommt sich vor wie eine totale Versagerin. Oh, schon okay. Wenn ihr nur ein bisschen was von dem aufnehmt, was ich euch erzähle, werdet ihr auch in Bereichen besser, die nichts mit Pferden zu tun haben. Let's just breathe.